So, weiter geht's heute mit den nächsten Rennen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun heute. Und wir gehen mal ein bisschen in die Story, würde ich sagen. Ich glaube, wir müssen aber in die Nacht, um die Story weiterzumachen. So, der neue Dodge jetzt, der jetzt auf der Strecke unterwegs ist, mit einer Community-Lackierung. Ich fand die halt irgendwo gefühlt am coolsten. Aber es ist ja mal alles ein bisschen Geschmackssache und ja. Muss ja jeder für sich selber entscheiden, was er gefühlt hat. Ich mag das hier gerade so ein bisschen, dieses Schwarz-Rot. Gefällt mir am besten. Jetzt gucken wir gerade mal, wo die... Da kommt ein Krankenwagen, das interessiert mich gerade nicht. Und ja, wir fahren mal ein bisschen Story heute. Der heißt Rettungswurf. Oh hey, ich wollte Lucas einladen, aber egal, fahren wir. Okay. Fahren wir wieder mal mit Dex. Und wir müssen eh Level 11 erreichen, damit wir neue Teile haben. Dass Lucas nicht mehr fährt. Das Vermächtnis seines Vaters ist einfach zu groß. Du hast von Roberto Rivera gehört? Ich habe in der Werkstatt die Andenken an ihn gesehen. Ja, den Kerl hat jeder geliebt. Mr. Clean. Immer schnell, immer fair. Keine Abkürzungen, keine Tricks. Er hat damals unsere Rennen verfolgt und der kleine Lucas wollte nur eins. Ein Champion wie sein Vater werden. Und Roberto hat ihn dabei gepusht. Zu sehr? Naja, meine Mutter hat immer gesagt, mit Honig fängt man Fliegen. Naja, gucken wir mal. Deshalb wartet auch ein nettes Fahrwerkskit auf den auswärtigen Rookie, der mich am meisten beeindruckt. Da wären wir. Okay. Du fährst natürlich direkt jetzt mal in das Auto da rein. Naja, wir machen, gucken wir mal, dass wir dann jetzt erst heute noch mal zwei Rennen für die Tag fahren und dann in der Nacht fahren, damit wir Level 11 bekommen. Dafür kriegen wir nämlich einige Teile und ich glaube, die tun in unserem Auto auch gar nicht mal so schlecht. So, hier fahren wir ein kleines Rennen, das heißt Marinara. Die Rocknummer. Ja, machen wir doch gerade. Ich zieh mal gerade kurz immer noch allen vorbei, sind es drei Runden, weil es ein Rundkursrennen ist. Und Dex ist zweiter momentan. Ha, hab ich dich! Hast du nicht? Du bist immer noch hinter mir. Du Arschloch, ey. Hau mal ab hier mit deinem BMW. Du glaubst also, du kannst gewinnen? Geh mal weg da. Das gehört mir da vorne. Ja, glaube ich. Ich krieg dich auch noch, mein Freund. Nein, ich versuche dich gerade zu überholen. Ich halte nur dagegen. Geh woanders spielen. Weiter so, Rookie.
Du gehst mir gerade ein bisschen auf den Nerven, mein Freund. Das war's mit der Lackierung. Ja, da geh mir bitte nicht auf den Sack jetzt gerade, weil du mir echt momentan nervst. Weil ich das hört mich nicht, wenn ich hier erster bin, aber. Du hast ja schon die ersten beiden Runden gewonnen, das reicht mir jetzt langsam erstmal. Ich glaube, er meint es wirklich ernst. So, jetzt kann ich mich ein bisschen weg, mal abzusetzen von ihm. Jetzt geht's um alles. Ja klar geht's jetzt um alles, aber trotzdem willst du es nicht gewinnen. Das hier ist ein echt sehr hoch. Trotzdem noch gewonnen, sehr gut. Und überrundet sogar, okay, einen zumindest. Beeindruckt. Gewinnt ja. Das nächste Rennen und gewinnt ein cooles Fahrwerkskit. Cool. Also gewonnen haben wir auf alle Fälle. Und holen uns immerhin 12.000 mit. Aber er hat uns tatsächlich ein bisschen Ärger gemacht. Das muss man nehmen lassen. Den Rettungswurf haben wir erstmal abgeschlossen. So, haben wir nochmal eins, dass wir direkt in die Story können oder beziehungsweise weitermachen können oder ist jetzt gerade erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Okay, Story haben wir jetzt gerade keine. Gucken wir mal. Ah. Avion, okay. Ich guck gerade, ob wir da jetzt. Ach, wir müssen jetzt ein ganzes Stück fahren, ne? Ich nehme jetzt erstmal das Ding hier mit. Dann fahre ich da hoch. Ich nehme jetzt gerade mal nur eben das. Ich nehme jetzt gerade den Unterschlupf da unten mit. Ich weiß, wir müssen mal links abbiegen, aber oh, da kommt Krokodil. Den ersten haben wir schon mal mitgenommen. So, wir fahren natürlich jetzt hoch erstmal in die Berge. Da geht es uns nicht weiter. Ich fahre dieses eine Rundkursrennen noch. Viel Kopf unterwegs gerade, ne? Bedingungen 209 erreichen. Aber ich fahre, wie gesagt, jetzt erstmal den Unterschlupf an, dass ich hier oben was habe. Oh, da. Hey, ist Anna bei dir? Nö. Nein. Hat sie sich verdrückt? Nicht mehr als sonst. Ich dachte nur, da ihr jetzt eine Crew seid, hängt ihr vielleicht zusammen ab. Im Moment nicht. Hat sie dir, je erzählt, was mit ihrer letzten Crew war? Sie meinte, sie konnten nicht mithalten.
Ja, sowas in der Art. Hört zu, passt da draußen auf euch auf. Ich warte hier auf sie. Okay, bis dann. So, hier vorne ist, scheint wohl die nächste Garage oder eine Garage zu sein. Und die nehme ich mit. So, und dann gehe ich kurz zu dem, und dann fahre ich zu dem Rennen hier. Ab der nächsten Folge machen wir damit mal ein bisschen was danach, weil wir brauchen nämlich Level. Level 11, dann kriegen wir wieder einige Teile für das Auto und das wäre gut. Aber jetzt fahre ich erstmal noch das Ding hier rein. Okay. Weil dürfte das ja hoffentlich jetzt nicht mehr sein. Ne, ist es auch nicht, weil es ist direkt hier vorne. Und dieses Rennen heißt Arian. Let's go. Ich meine, wir sollen 200 sein, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Na dann, let's go. Oh, mein neuer Gegner. Gefühlt neuer Gegner zumindest. Und die Kohle da drin nehmen wir gerne mit. Und jetzt bauen wir uns ein bisschen. Wow, das hört ja auch einer ziemlich aggressiv an. X7 oder so ist das, glaube ich. Ich höre zumindest die ganze Zeit schalten. Voll Fokus hier. Tut mich gerade ein bisschen schwer. Zumindest gegen den. Gegen Evie und gegen Spencer, die zwei Idioten. Ja, so Evie ist ja das mit dem BMW oder was das da vorne sein dürfte. Der Fokus hinter mir macht mir auch nicht gerade einfach. Der ist mich jetzt schon wieder vorbei eben. Naja, das ist ein bisschen was stärker als. Mit dem Mustang würde ich es vielleicht packen, aber gut, okay. Ist nicht schlimm jetzt. Sage ich erstmal den Fokus hier. Und dann packe ich mir die gute EWD da vorne mit dem BMW gerade so ein bisschen. Ah, sie kriegt's gekontert. Ich komme auf den Mann nicht vorbei. Jetzt habe ich sie.
Ja, sag ja, es ist ein bisschen harter Kampf gerade gegen die zwei. Da bin ich mit so weit rausgekommen und da hat sie das gekontert und holt sich so winzig um die zweite Runde. Wieder nochmal, ich muss mich jetzt gerade ein bisschen mehr konzentrieren. Wobei sie da schon mal jetzt gerade einen Fehler eingebaut hat, weil sie nämlich jetzt zurückgefallen ist über 300 Meter. Sie haben da oben, hat ja oben ihre, scheinbar ihre Probleme gerade. An der Ecke, wo ich auch ein bisschen rausgekommen bin. Und dann sollten wir das Rennen tatsächlich sogar noch gewinnen. Ein Auto kriege ich dann im Moment doch noch. Und den einen überhole ich, überrunde ich noch. Und damit haben wir es gewonnen. Und die nehmen uns die 27.600 mit und gewinnen dieses Rennen. Ich sag ja, die waren über 200, deswegen haben die uns so Probleme gemacht. Und ja, in der nächsten Folge geht's dann in die Nacht, liebe Leute. Da wollen wir natürlich dann auch nochmal ein bisschen abräumen, weil dann gibt's nämlich auch noch ein paar Rennen. Und da brauchen wir nämlich Dings, EP, damit wir nämlich neue Teile bekommen. Deswegen habe ich jetzt die Kohle gefahren. Die Dings gefahren. Und die zwei Geldrennen gefahren, damit ich halb ein bisschen Kohle habe. Wir haben 42.000, mal gucken. Na komm, kühl dich da drüben kurz ab. Ja, das versuchen wir dann in der nächsten Folge und dann gehen wir in die Nacht, wie gesagt. Dann fahren wir ein bisschen EP-Rennen und dann versuchen wir Level 11 zu erreichen und neue Teile einzubauen. Bis dahin und tschüss bei Need for Speed.